Tanzen hält das Gehirn bei Laune und lässt einen in der Zeit reisen. In die 40er und 50er Jahre zum Beispiel, wie im charmant abgewetzten Zentralwerk von Dresden-Pieschen. Der Glamour, der Charme und das Miteinander tanzen, was man aber auch nie muss. Man kann auch einfach schwelgen in schönen Melodien und eben ein richtig großes Orchester. Ja, naja, wir sind eine laute Band erstmal, weil wir eben 13 Bläser haben. Big Band Sound zum Tanztee. Wenn die meisten auch Kaffee schlürfen, immer an ausgesuchten Sonntagen zwischen 15 und 18 Uhr. Ja, auf jeden Fall Kaffee und Kuchen lohnt sich. Und vielleicht ein Säckchen auch, ja. Man kann sich durchprobieren. Das ist die Qual der Wahl. Und wir laden auch dazu ein, Kuchen mitzubringen. Ich weiß von den älteren Generationen, die fühlen sich an früher erinnert. Ich habe auch schon Pärchen getroffen, die erzählt haben, dass sie sich hier kennengelernt haben. Es ist eine Vermischung von Szenen und Generationen. Und ich glaube, das macht die Veranstaltung auch aus. Das ist ziemlich cool. Dieser Herr wird heute 94. Und dieses Paar hat's einfach drauf. Tanztee zum Genießen. Eine sehr schöne Atmosphäre, ein sehr schönes Haus, was viel Perspektive hat. Sehr nette Leute, man trifft nette Leute. Wir sind ja auch diese ganzen Swingtänzer aus Dresden. Und das ist natürlich schön, wenn man dann hier sein kann. Alt trifft jung und jung gebliebene. Tanzen verwischt Klassenschranken und Musikgenres. Swing, Twist, jazziger Schlager. Ich komme rein, ich mache die Tür auf und plötzlich ist ein Zauber im Raum. Und dann fühle ich mich willkommen und denke, das ist für mich gemacht. Demnächst will der Zentralwerksverein die Fenster sanieren. Das hält die Wärme besser im heißesten Schuppen der Stadt. Und jetzt ein Stück Kuchen mit Sekt.